Die GEZ-Mafia. Wird sie jetzt endlich zerschlagen? Gibt es eine große Reform? Ist das der Anfang vom Ende oder wieder mal nur peinliches Theater? Pi mal Daumen, 4 Jahre ist es jetzt her, dass Sachsen-Anhalt gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags gestimmt hat. Als einzigstes Land unter 16 Bundesländern. Und ja, ich weiß, dass es einziges heißen müsste, aber woanders schwätzen die Leute halt ein bisschen anders. Na jedenfalls freuten sich da schon einige Leute, dass Sachsen-Anhalt den Mut hatte, gegen diese Abzockerei mal zu stimmen. Aber wer da ein Glas Campagne aufmachen wollte, Champagner, dem ist das Stück Bruschetta im Halse stecken geblieben. Bruschetta. Denn die Freude währte nicht lange, denn die GEZ-Mafia ging vor Gericht, klagte und das Bundesverfassungsgericht entschied, die mafiaartigen Strukturen bei dieser Rundfunkgebühr völlig legal, Leute gegen ihren Willen einsperren, wenn sie diesen Mumpitz nicht bezahlen wollen. Völlig richtig, völlig super, das ist Freiheit, das ist Demokratie, das ist der Rechtsstaat. Ja, und dann war eben das Vetorecht von Sachsen-Anhalt passé und die Abzockerhöhung kam trotzdem. Tja, und nun sind so Pi mal Daumen 4 Jahre um und es geht mal wieder darum, dass die GEZ-Mafia sich mal wieder mehr Kohle reinschaufeln will. Ja, überteuerte Luxus-Edel-Designer-Stühle und Sessel, ja, die kosten halt schon eine Bonmark mehr. Da muss eben doch Rubel rollen. Und da verspricht man uns einen richtigen Reformhammer, muss man wirklich so nennen. Es sollen mehrere Sender eingespart werden, leider nur Spartensender. Also gerade die, die nicht viel kosten. Beim Radio soll jeder dritte Sender eingestellt werden, wo man sagen muss, das klingt tatsächlich mal nach was. Der Anteil der Sportrechte an den Gesamtkosten wird eingefroren, wo ich mir so denke, wieso denn nur eingefroren? Abgetaut gehört das. Jedem Bürger eine Zwangsfinanzierung von Sportveranstaltungen aufzudrücken, die er nicht gucken will und erst recht nicht bezahlen will, das ist doch Betrug. Um ihn dann mit billigen Kultursendern zu sagen, aber hier, ihr bezahlt doch auch Kultur, das ist doch gut, das ist doch wichtig. Ja, das geht ja billig, das kostet nicht viel Geld, da wären wir mit 5 Euro im Monat dabei. Aber von 5 Euro werden halt die ganzen überbezahlten Fußballstars und Fußballmanager eben nicht reich. Ja, letztens stand irgendwo, ein Champions-League-Spiel oder sowas ähnliches kostet quasi praktisch so viel wie der Jahresbetrieb von einem dieser Spartensender, wie zum Beispiel Dreisat. Ja, gut und günstig geht anders. Der wirkliche Oberhammer und Knüller soll aber sein, dass die Luxusgehälter der Senderchefs, ja, an den öffentlichen Dienst angepasst werden sollen. Und da muss man sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber man muss auch dazu sagen, so eine völlig überbezahlten Pfeifen von der ÖRR-Mumpitz-Brigade wie Jan Böhmermann, die kriegen weiter Asche, 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 Asche. Kiesberge, ahoi. Der kriegt weiter seine Schotterberge an Kohle und kann immer reicher, reicher, reicher werden und kann immer weiter Lügen, Lügen, Lügen und Lügen verbreiten. Und niemand macht was. Es passiert einfach nichts. Wobei demnächst wird er wohl verurteilt wegen der Schönbuben-Geschichte, wo Faeser da den Internet-Sicherheitsfuzzi rausgeschmissen hat, wegen Flunkereien vom Böhmermann. Aber naja, er ist ja immer noch im Amt, muss man ja bei sowas sagen. Ja, der Böhmermann ist immer noch im Amt und er darf weiter munter Flunkereien machen. Ich erinnere nur aktuell an diesen 200 Champagnerflaschengäse, Entschuldigung, Gambagne, in Bezug auf Maximilian Krah. Aber es kann natürlich sein, dass es mit diesen Luxusgehältern der Senderchefs anfängt und dass man dann nach und nach durchsteigen wird und sagen wird, du kriegst nicht mehr, du nicht und du nicht und du weg. So sicherlich die Hoffnung einiger Leute und da muss ich sagen, glaube ich eher nicht. Zwar gab es hier eine nette kleine Ansprache, wo man uns breit und lang vollmumpitzte und erzählte, ja, Produkt und Preis müssen stimmen. Aber der Preis von einem Produkt, das ich gezwungen bin zu kaufen, ob ich nur will oder nicht, stimmt doch nie. Und wie das zu einer freiheitlichen Demokratie passt und zu einem Rechtsstaat, dem Bürger etwas aufzuzwingen, was er gar nicht will, entzieht sich mir jeglicher Logik. Ich meine, nach dem Prinzip könnte man ja sagen, ja, Kita-Plätze müssen alle bezahlen, ob nur mit oder ohne Kind. Oder wie wäre es mit einer Parkplatzsteuer? Jeder muss seinen Parkplatz bezahlen, ob er nun ein Auto hat oder nicht. Oder wie wäre es mit einem Monatsticket für den öffentlichen Verkehr für alle, dass alle bezahlen müssen, ob sie es nur wollen oder nicht. Das wäre doch die Lösung ganz vieler Probleme.
oder? Ja, wieso bedarfsgerecht handeln, wenn man doch einfach auch eine Planwirtschaft machen kann? Aber naja, jedenfalls der Rundfunkbeitrag, den wir blechen müssen, der wird nicht sinken, der bleibt erstmal so, trotz dieser ganzen Einsparung, die man da angekündigt hat. Aber naja, ob das überhaupt kommen wird und ob nicht genau das Gegenteil passieren wird, sondern dass man wieder eine Erhöhung durchdrückt, ja, das ist ziemlich wahrscheinlich, weil wir erinnern uns an 4 Jahre zuvor. Denn wenn der GEZ-Mafia das Ganze nicht passt, dann klagen die einfach. Und da da ja schon mal rechtsstaatlich entschieden wurde, Bürgerabzocke ist völlig okay, ja, bezweifle ich, dass man da irgendwie nochmal was anderes entscheiden wird. Wobei, man wird sich ja noch was wünschen dürfen. Herr, lass es Hirn regnen. Aber ich bezweifle, dass es da einen Starkregen gibt, bezweifle überhaupt, dass es da irgendeinen Tropfen geben wird. Aber man wird sich ja noch was wünschen dürfen. Denn das Problem dieser vermeintlichen Riesenreform ist, da müssen alle zustimmen. Sprich, wenn ein Bundesland nicht zustimmt, dann kommt es einfach nicht. Und selbst wenn alle zustimmen, wer weiß, ob es nicht da wieder so ein Trick 17 gibt, um sich da irgendwas zu erklagen. Ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn in einer Demokratie der Willen des Wählers umgesetzt wird, der seit vielen Jahrzehnten diesen Käse nicht bezahlen will? Wo man sich eigentlich fragen müsste mal, wer sind denn hier die Feinde der Demokratie, wenn demokratische Entscheidungsprozesse eben keine Rolle spielen für den Rundfunk? Oder wie ich hier gerade ein bisschen, ich sag mal, nett, freundlich, lautmalerisch formuliere, GEZ-Mafia. Wo sich sicherlich der eine oder andere finden wird, der sagen wird, das heißt doch jetzt nicht mehr GEZ, das heißt ARD, ZDF Deutschlandradio Beitragsservice. Wo ich sagen muss, ja, aber andere nennen das anders. Die sagen geizig elitäre Zwangsmonetenabzocke für irreführenden Antijournalismus. Abgekürzt GEZ-Mafia. Oder wird das demnächst als staatsgefährdend weggelöscht? Warum werden eigentlich die Fake News der Öffentlich-Rechtlichen nicht weggelöscht? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber vielleicht ist das ja wie mit diesem Kopierschutz, nur ein Löschschutz. Was die schreiben, stimmt immer, egal ob es so stimmt oder nicht. Warum muss ich gerade an diese Mighty denken, also diese ZDF-Chemikerin, die uns erzählt hat, die Kriminalitätsstatistik ist völlig falsch, weil da werden gar keine Touristen aufgenommen, das kann man gar nicht unterscheiden. Nee, werden sie doch und ja, man weiß, wie viel es sind und es ist so wenig, dass es gar keine Rolle spielt, aber hey, das muss man ja vom zwangsgebührenfinanzierten Wissenschaftsfernsehen des ZDF, muss man ja nicht wissen. Ja, aber das ist eben das ZDF, also ziemlich dreiste Frechheit. Dafür steht ja in Wirklichkeit die Abkürzung. Wissen viele nicht, aber ich erzähle euch das mal. Und ja, manche wissen es schon, ARD steht in Wirklichkeit für alles richtig dumm. Naja, irgendwie will ich mir doch noch einen Funken Hoffnung behalten und hoffen, ja, dieses kleine Reformchen, was man uns ja als Riesenreform ankündigt, dass mal endlich mal was gemacht würde und dass das der Anfang ist vom Ende für diese massenhafte, betrügerische, mafiastrukturartige Abzocke. In diesem Sinne, Schluss mit der geistigen Schutzgelderpressung.